Hallo liebes Publikum und herzlich willkommen zurück bei Date Night mit Jodie Holmes. Wir sind jetzt, Ich muss etwas finden, das höchstens eine Stunde dauert, mit den Resten aus dem Kühlschrank. Dabei für unseren Kumpel zu kochen. Ist nicht zu kompliziert. Klingt doch gut. Was haben wir noch? Curryhühnchen mit überbackenem Gemüse. Das muss etwas länger in den Ofen, aber klingt machbar. Mit wem redest du? Mit sich selbst. Ha, Olognese, mein Lieblingsessen. Der Captain ist übrigens auch dabei. Ja, Mensch, wer hätte das gedacht? Kein Vorbereiten, kein Abwaschen. Klingt doch ganz gut. Aber du wolltest kochen. Was würdest du sagen? Nimm die Asia-Pfanne. Ja, Asia-Pfanne, das klingt doch jetzt wirklich exotisch. Finde, du hättest erst in den Kühlschrank gucken sollen, Jody, um zu sehen, was überhaupt da ist, ob du was hast für eine Asia-Pfanne oder ein Curryhühnchen. Aber du machst das schon. Ja, sieht doch gut aus. Ja. Ein paar Tomaten, ein paar Orangen. Ein Fertiggericht. Ja. Andersrum, Aiden. Danke. Danke, Aiden. Und jetzt die Tomate voll ins Gesicht. Splash! Schön das weiße Hemd ruiniert. Ja. Warum hat Aiden nicht einfach jetzt die Tomate zum Platzen gebracht? Das hätte voll das Shirt ruiniert und ihr den Abend versaut. Richtig. Aber sie weint auch so schon. Sie musste gerade an den Green Goblin denken. Ja. Und den Abschied. Und Green Goblin. Ja, was weiß ich denn, was ich machen soll? Ich weiß doch auch nicht, was sie machen soll. Hä? Wie hat denn. Was? Das war gerade ein komplettes Block Fleisch und jetzt hast du so ein paar Pilze da rumliegen? Kannst du dir nicht so weit, sagen. So gut. Ja, fertig. Jetzt kommt alles noch in die Kaffeemaschine und. Nun zum Wok. Nun zum Wok. Jägedeck, nun zum Wok. Aiden. Tja. Das ist keine gute Idee, wenn du einen Rachegeist irgendwie da rumfliegen hast. Siehst du, wären wir mal nett mit Aiden gewesen. Jetzt ist er der Rachegeist, der Böse. Meinst du, wir haben ihn geformt? Das ist so wie in Black and White. Ja. Wie wir unsere Kreatur erziehen, so wird sie. Na gut. Oh Gott. Ich dachte jetzt, ich muss es dosieren. Bleibt mir ja nichts anderes übrig, als das hier jetzt zu machen. Boah, die besten Texturen und Elemente hier. Unfassbar. Oh Gott. Von allem ein bisschen. Ingwer. Ingwer in der roten? Gilt ja als Aphrodisiakum. Na Mensch. Das steht jetzt nicht im Rezept, aber... Nein. Das brauchst du nicht. Ich bin schon heiß genug. So, Pfeffer. Ich bin schon heiß genug. Nimm den Pfeffer. Nee, ich finde, du solltest noch mehr reintun. Gut gewürzt, ja. Ich finde, einem ein bisschen mehr. Nein, komm. Stimmt, Salz ist die geheime Zutat. Ja, ach, das reicht noch nicht, komm. Ja, ich weiß nicht, ja, komm, vielleicht einmal noch, komm, Salz. Nein. Salz ist ein guter Geschmacksträger. Nein. Du möchtest doch, dass es schmeckt. Ich finde, du solltest noch ein bisschen mehr Salz reinmachen. Nein. Na gut. Stopp, es ist bestimmt fertig. Oh ja, das funktioniert super, alles ist festgebappt. Macht mir das Kochen Spaß. Feuer frei! Ryan, du wirst es lieben. Hühnchen frei! Bang, bang! Tja. Haferbrei.
Und nun spielen wir Tetris. Ja. Bam, di, di, bam, di, di, dam. Anti-Tetris. Yeah. So, ich würde mal das Essen von der Platte nehmen, wa? Quatsch. Hat doch eh schon gebrannt. Jetzt ist es eh zu spät. Okay, was kann ich jetzt noch großartig machen? Die Wohnung weiter aufräumen. Ja, das Essen kokelt an. Ach, da kokelt nichts. Oh, da vorne. Nein, nicht nur da liegt auch überall Müll rum. Oh, ja. Spielekonsolen hier. Das sieht man auch gar nicht, wenn man einen anderen Winkel hat, wenn man sitzt. Ja, ist gut, es fällt niemand mehr auf. Das liegt da immer. Ey, ich hätte auch keinen Bock drauf. Zum Aufräumen? Ja. Abfall in die Küche. Den Abfall in die Küche, dann machen wir was Leckeres draus. Machen wir eine Abfallpfanne? Genau, zum Nachtisch eine Abfalltasche. Apfeltasche. Ja, sehr gut. Check mal die Uhr. Wo? Ja, Küchenwand. Neben dem Kühlschrank. Oder kommt da oben ist auch eine. Nimm den Kühlschrank. Moment. Was denn? Einen Schluck trinken. Joa. Was ist das überhaupt für eine kranke Flasche? Oh yeah. Nee, Absinth. Oh, und dann kommt er rein. Jody, hast du getrunken? Ich bin nicht getrunken. Wir sind die zwei Gentlemen. Na, guck. X gedrückt halten. Es ist sehr merkwürdig. Oh, da ist ja noch so viel Zeit. Ich will das Essen von der Platte nehmen. Ach, das ist doch. Oder wenigstens umrühren. Mein Koch-Instinkt ist da gerade halt. Ach so, Teller bräuchte man natürlich. Aber die hat nur den einen Teller. Sie ist aus der Pfanne. Wir essen einfach vom selben Teller. Oh. Wie romantisch. Boah, aus einem macht sie zwei. Unfassbar. Ja, sie ist doch Jesus. Und Jesus teilte die Teller. Scherben mehr. Moment, habe ich jetzt den? Nee. Natürlich. Lassen wir noch ein bisschen warten. Ja. Oh. Ich muss auf Klo. Ja, siehst du, wir waren nicht auf Klo. Ich kann doch nicht rennen. Naja, du kannst so komisch vor dich hin. Nee, hier, wo ist denn die Tür? Oh shit. Da ist die Tür. Danke, Aiden. Aiden. Mann, komm. Oh, das ist ja schlimmer wie Rio. Das ist was weiß ich. Wo? Da, wo die Kinder. Um Gottes Willen. Ja, die Kamera, die hat mir halt meinen Orientierungssinn komplett. Ja, warum nicht? Lass uns das mal schnell machen. Lass ihn doch. Der wartet da. Mein Gott, er wird nicht verstehen, dass man erst noch Teller auf den Tisch stellen muss. Aiden, benimm dich bitte. Benimm dich doch. Das hier bedeutet mir was. Ich verlass mich auf dich. Der ist schon wieder weg. Hey. Hey, ich habe 10 Minuten vor der Tür gestanden. 2001. Der Verkäufer sagt, das war ein hervorragendes Jahr. Das klingt doch nicht. Na, da hast du ja einen super Wein mitgebracht. Hey, hallo, ja. Ich hab Wein dabei, okay, cool. Sorry, wegen dem Chaos. Ich bin erst eingezogen und. Nein, kein Problem. Es ist sehr gemütlich. Oder ein paar Socken liegen? Stimmt, setz sie hat ihre Socken noch nicht an. Aber ich konnte die auch noch nicht anwählen, da war ja nur der Müll. Das Ding für die Weinflasche. Hol das Ding für die Weinflasche. Wow, nimm voll den nervös. Da links. Was? Ja, den Mülleimer? Ja. Cooles Apartment. Ist ein Smart Home. Ja, danke. Hast du doch nur noch gewartet. Was? Das unterzubringen. Nee, der kam mir spontan, um ehrlich zu sein. Kannst du bitte trotzdem im Hintergrund ab und an mal bei den Fenstern den Green Goblin vorbeifliegen lassen? Mal schauen, ja. Das Essen brennt an. Quatsch, das ist eine China-Pfanne, die muss heiß sein. Ja, Punkt. Der hätte noch mehr Pfeffer gefehlt. Und vielleicht etwas Ingwer. Okay. Oh nein. Jetzt drehe ich ihren Bauchnabel.
Die so schön hat geprickelt in meine Bauchnabel. Ich weiß übrigens nicht, was sie so sexy daran noch ein Schluck, findet, noch ein Schluck, okay. Dass sie ihre Unterwäsche da irgendwie über der Hose raushängt. Das ist Ghetto. Ja, aber ist Ghetto sexy? Auf dein neues Apartment. Keine Ahnung, im Nicht-Ghetto vielleicht. Auf mein neues Apartment. Vor allem ist es ja nicht irgendwie spitze oder so, das sieht einfach aus wie so ein Sport. Bist du eingezogen? Sportunterhose. Ja. Ja, die Agency hat sie mir besorgt, voll möbliert. Dem Kissen zeig ich's. Was ist mit dir? Wo wohnst du? Oh, ich habe ein Haus, etwas außerhalb. Ja, klein. Musik! Eine Barbie Girl. Es war klar, dass es irgendeine Musik ist, die... Kann ich hier in die unteren Etagen? Zu den Nachbarn. Ich ruiniere mein Essen! Das qualmt übrigens gerade wirklich schon, oder? Das macht's die ganze Zeit schon. Aber jetzt hat's... Ach nee, das Dampf sah so aus wie... Rauchschwaden. Wie kamst du danach zur CIA? Ich ging aufs College und wusste nicht so recht, was ich wollte. In die Fresse! Und da habt ihr euch noch nie drüber unterhalten? Krass, oder? Ich sollte mal nach dem Essen sehen, weil diese Kochsache ist eine völlig neue Erfahrung für mich. Ja, scheiße, ich bin ruiniert. Ja, genau das. Ich ruhig schon. Okay. Hast du gerade den Wein in dem Glas gesehen? Das hat sich kein bisschen bewegt. Na, mal sehen, was ihr jetzt zu dem Essen sagen. Jetzt garantiert zu viel Pfeffer oder so. Ja. Ich war in China für ein Jahr. Liebe das Zeug. Oh, tja. Dann erwarte nicht zu viel, denn das ist bestimmt erst das zweite Mal, dass ich koche. Und über das erste Mal will ich lieber nicht sprechen. Okay, können wir bitte über das erste Mal sprechen? Soll ich dir von meinem ersten Mal erzählen? Nein, nicht das schon wieder. Bam! Payoff! Arbeiten wir jetzt zusammen seit fast 5 Let's Plays später. Und er hat gesagt, es schmeckt gut. Okay. Den konnte ich mir gerade nicht verkneifen. Nee, der war gut. Ja, ich wäre nicht mehr in der Wohnung, ehrlich gesagt. Aber gut. Der ist bei der CIA, der ist Koma gewohnt. Der ist Koma gewohnt oder Koma? Beides. Bist du sicher, dass alles okay ist? Ja, alles ist gut. Aiden ist nur... Alles ist gut, solange du bewegt bist. Okay, was kann ich noch machen? Hat Nathan dir je richtig erklären können, was es eigentlich ist, dieses Ding mit Aiden? Ding! Der hat nicht Ding gesagt. Ich bin kein Ding. Ich schneide dein Ding gleich ab, wenn es so weitergeht. Oh. Was ist passiert? Ich glaube, es ist was mit Aiden. Warte eine Sekunde. So. Mir reicht's jetzt mit dir und deiner gottverdammten Eifersucht. Warum gehst du nicht einfach zurück und verschwindest dahin, wo du fieser Poltergeist herkommst und lässt mir endlich meine Ruhe? Verschwinde hier. Bist du vielleicht taub? Hau gefälligst ab. Ich hab keine Ohren. Also, ist er jetzt hier und hört uns zu? Ja, er setzt sich da auf den Stuhl. Ja, er verlässt mich. Kann ich ihm den Stuhl unterm Hintern wegziehen? Mir gefällt es nicht, dass ich hier bin, oder, Jody? Und bist du... Fuck, Aiden! Ich will, dass du jetzt aufhörst! Also ich gehe lieber. Nein, Ryan, warte. Nein, Jody, also... Aiden ist nicht begeistert. Ich glaube, dass er das... Doch, sehr. Ryan didn't stand the ghost of a chance. Jody, wir haben noch Zeit. Lernen wir uns doch einfach erst besser kennen, okay? Vielleicht gewöhnst du... Bevor wir uns kennenlernen.
Ja. What? Aber sie hat so viel Essen gekocht. Ich weiß gar nicht, wo das ganze Essen herkommt mit den wenigen Zutaten, die sie gemacht hat. Und jetzt zufrieden. Na gut. Du hast, was du wolltest. Deinen eigenen Teller. Er ist weg und du hast mich wieder für dich selbst. Ich hoffe echt, du bist zufrieden und verflucht happy. Na los, wow. Jetzt herum in deiner unsichtbaren Welt und lass mich heulen. Ich hasse dich. Oh. Hörst du mich, du fieses Arschloch? Hey. Der ist nicht fies. Kein bisschen. Toll, jetzt ist es auf jeden Fall versalzen. Also. Aber mit dem Salz schmeckt es noch besser. Nachtsitzung! Wuhu! Diarrhoe auf dem Klo! Oh Gott. Oh mein Gott, Mason, wir hätten diese Doritos nicht bestellt. Es tut mir so leid, Jody. Guck mal, wie viel Platz noch zwischen Navajo und Prolog ist. Ja. Da kommt noch eine ganze Menge, wie es aussieht. Lululu. Können wir jetzt den Boxkampf umschalten? Ich bin so müde. Können wir jetzt gehen? Oh, Jody, ist es echt schon so spät? Tut mir leid, ich war so konzentriert auf meine Arbeit. Ich weiß, es war ein langer Tag. Nur noch eine Stunde. Für morgen habe ich ein Buch gekauft. Ich bring dich jetzt ins Bett und lese dir vor. Ja, prima. Ja, prima. Im anderen Zimmer. Warum gehst du nicht schnell rüber und holst es? Ich mach das nur hier fertig und dann geht's los, okay? Ja, okay, also raus. Eine Stunde. Und er sperrt ja. Sie aus. Ich hab sie voll verarscht. Nope. Oh nein. Ich hab Angst. Kevin, geh doch mal in den Keller und guck nach dem Ofen. Bam, 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 bam. Also, wo ist jetzt dieses Buch? Hier sind viele Bücher. Psychologie für Anfänger. Ich glaub, das ist es. Das ist nicht witzig. Das ist ein ganz anderer Cola. Du fieses Arsch. Da. Aiden? Warst du das, Aiden? Nein. Ist noch jemand anderes. Zweiden. Denn mit dem Zweiten sieht man besser. Die Tür, pass auf. Ja, die geht garantiert zu. Ja. Oh, was für ein... Oh Gott. Warum? Wer sind die? Gescheiterte Experimente. Das ist die Familie von Nathan. Ja. Richtig, das Buch gehörte nämlich der Tochter. Oh, er hat gesagt, er hat es gekauft, er hat gelogen. Cheapskate. Ach, du hast es gefunden. Pens. Dann steht einer schönen Gute-Nacht-Geschichte ja überhaupt nichts mehr im Wege. Außer diesen Albträumen, die ich gerade gesehen habe. Jody? Jody, alles klar? Siehst blass aus. Sie ist todmüde, das ist doch sonnenklar. Komm, Nathan, sie gehört ins Bett. Ja, Moment. Nathan! Ach, da läuft hier Nathan Dawkins. Das gleiche, was bei Heavy Rain lief. Im Fernsehen. Die Fortsetzung quasi. Ja. Oh, das ist der Moment, in dem seine Familie draufgeht. Und sie hat das quasi gesehen. Nathan, was hast du? Oh, shit. Meine Frau. Und meine Tochter, sie kam gerade von meiner Mutter. Truck. Betrunkener Fahrer. Auf der falschen Fahrbahnseite. Mit dem Truck? Shit.
Sie sind tot. Jodie, du gehst jetzt ins Bett. Soll ich Jodie wegbringen? Soll ich ihn trösten? Was soll ich tun? Das war so, gerade so. Oh, oh. Oh, fuck. Aber siehst du, tote Familie? Check. Habe ich vorhin angesagt. Hast du sehr gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du seine Familie getötet hast. Ey, ich war's nicht. Ich habe mir keinen Führerschein. Genau wie der Truckfahrer. Entschuldigung. Oh, jetzt kommt die Mission. Ich spiele manchmal Euro Truck. Too soon? Ach ja, ah, nee, ist ja schon später, stimmt. Also. Jamal Scheich Sharif, einer der gefährlichsten Warlords des gesamten Landes. Er kommandiert eine bewaffnete Miliz und kontrolliert damit viele wichtige Bereiche der Stadt. Das heißt, dass humanitäre Hilfe nicht durchkommt. Ah! Muss Jamal finden und eliminieren. Ist er etwa mein Gemahl? Den Standort zweimal täglich. Sein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel und das ist hier. Er wird wohl nicht mehr dort sein, aber gestellt? Irgendwo musst du mit deiner Suche ja anfangen. Nur irgendwann mitten in der Folge. Ach ja. Du bist auf dich allein gestellt. Ich weiß nicht, wie lange der noch läuft, um ehrlich zu sein. Keine Verstärkung. Du identifizierst und eliminierst das Ziel und aktivierst dein GPS-Signal, damit wir dich holen können, ja? Du musst vor Sonnenaufgang da raus sein, also halt dich ran. Den letzten Army-Soldaten, der erwischt wurde, zogen sie in einem Jeep durch die Stadt. Man fand seinen Kopf und ein Bein in einem Fischerboot. Nicht zu empfehlen. Ich nehme ein Ruderboot. Ich bin zurück, bevor sie überhaupt merken, was passiert ist. Ein Boot gebohrt aus Fischen stelle ich mir auch. Pass gut auf dich auf, Jodie. Schwierig vor. Ich will nicht, dass dir was passiert. Aber eigentlich logisch, oder? Bam! Gemischte Gefühle! Woo! Und Signale, meine ich. Wir haben noch Zeit, bevor es losgeht, oder? Wasch dich! Nicht so waschen! Nicht so! Nicht wieder aus dem Helikopter schmeißen! You died! Bye! Uns hat niemand mitbekommen! Nee, war voll unauffällig. Blug, 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 blug. Das war die Mission. Jutta alt. Da liegt sie tot. Was ist das bitte für ein Strand, an dem einfach so eine Wasserleiche rumliegt und keiner sie wegmacht? Okay, alles klar. Oh, rote Fässer. Explodieren lassen. Komm, ich bin noch da. Okay, wie war das nochmal? Okay, mit X. Whoop. Nee, du musst gedrückt halten. Achso. Einfach alle im Kopf explodieren lassen. Das ist schon der Moment. Die Spannung steigt. Jawohl, und? Mega gut. Magambo. Pam. In die Fresse. Yeah. Nimm dir die AK mit, die er in der Hand hatte. Richtig. Oder nimm sie ihm wenigstens weg. Das war Ausdauer. Okay, ein, alles klar, du gehst vor, ich geh nach. Auf der Seite ist niemand. Hier habe ich auch nicht so viel Deckung. Da ist einer.
der hat Gott sei Dank nicht gesehen, dass da unten sein Kollege. Chokeslam! Yeah! Gut, okay, ja. Verstehe. Das ist ausländisch, das musst du nicht verstehen. Na, die reden doch in den Emiraten garantiert andere Sprachen als Deutsch. Bestimmt. So. Okay, Aiden, du bist dran. Und hier ist erstmal nichts weiter. Das heißt, ich komme mindestens zu der Ecke hier. Sicher, guck lieber mal rechts. Rechts lang ging's doch gar nicht weiter. Aber vielleicht stand da einer. Was? Tja. Ich hab die ganze Zeit gedrückt. Das ist die Abkürzung. Kamera. Kamera. Das ist jetzt die Falle, du bist jetzt eingesperrt. Das war's. Tja. So kann's gehen. Sieh dich mal um. Ich glaub, du musst die Wand da aufsprengen. Am besten, wenn du direkt davor stehst. Mach ich. Gut. Gut, und was sich hinter dieser Wand befindet, das schauen wir uns beim nächsten Mal an, denn das war's mit der Folge. Dein letzter bekannter Standort war das Senaki Hotel. Das ist hier. Vielleicht fällt dir was ein. Ja. Nein, erst beim nächsten Mal. Mir fällt jetzt nämlich nichts mehr ein zu sagen, außer tschüss, bis dann. Mir ist nichts eingefallen. Aber ja, ne. Mir genau. Macht's gut, Leute. Happy was da. Habt einen schönen Tag. Genießt das Wetter. Das war's mit dieser Folge von Let's Play Beyond Two Souls. Dankeschön fürs Zusehen und tschüss, bis dann. Das hat gefehlt. Richtig, macht's gut. Macht mir richtig Angst.